Im Braunschweiger Partyviertel gab es lange Zeit ein Problem mit Männern. Und dem, was aus ihnen rauskommt. Kein Hinterhof war vor ihnen sicher und kein Blumentopf. Da standen Olivenbäume. Wir wissen nicht, ob der letzte Frost sie im letzten Lockdown runtergeschafft hat oder ob es dann auch die Wildpinkler waren, weil sie wirklich überall reinpinkeln. Was eben ärgerlich war, war immer morgens, wenn sie denn in ihren Laden aufmachen wollten, hat da einer vorgepinkelt. Manchmal läuft sie dann auch unter der Tür durch. Eher unschön. Um das Problem einzudämmen, hat die Stadt in der Südstraße dieses stille Örtchen aufgestellt, über das nun laut diskutiert wird. Seit Installation und Eröffnung der Toilette haben wir unzählige Medienberichte gehabt und viel Aufmerksamkeit geerntet über die Stadt hinaus. Und ich würde sagen, aktuell sind wir Norddeutschlands bekannteste öffentliche Toilettenanlage. Das liegt nicht daran, dass nur edelste Hölzer und schönster Stahl verbaut wurden in dem rund 270.000 Euro teuren Modell, sondern daran, dass Männer im Pissoir kostenlos pinkeln, während Frauen auch fürs kleine Geschäft 20 Cent bezahlen müssen. Mit Gleichberechtigung hat das natürlich nichts zu tun. Gerecht ist das natürlich nicht, wenn man da nur für Männer was Kostenloses macht, ne? Warum sollen Frauen bezahlen und die Männer nicht? Die Stadt erklärt die Gründe für den Gender Pay Gap. Dass die separaten Urinale kostenfrei sind, dient dem Zweck, das Urinieren in der Öffentlichkeit zu verhindern. Also ist es so, dass Herren dafür, dass sie viel wild pinkeln, dafür belohnt werden, wenn man das so ausdrücken möchte, dafür belohnt werden mit einer kostenfreien Toilette. Das fühlt sich auf jeden Fall unheimlich ungerecht an, ja. Schweinisch wird belohnt, könnte man sagen. Ich finde nicht, dass man einen Mann dafür belohnen muss, dass er es schafft, nicht in die Ecke zu pinkeln, grundsätzlich. Die Stadt reagiert jetzt auf die Kritik und möchte mehr Gleichberechtigung beim Pinkeln herstellen. Nicht, indem sie auf die 20 Cent fürs Sitzpinkeln verzichtet, sondern mit einem Unisex-Urinal wie diesem. Frauen können dann auch kostenfrei wie die Männer im Stehen pinkeln. Das Urinal ist so konstruiert, dass es länglich nach vorne geht. Und dann haben sie nicht mehr das Problem, dass sie auch treffen als Frau. Hier wird also demnächst noch einmal umgebaut. Aber auch nur hier. An den anderen 8 baugleichen Toiletten in Braunschweig bleibt alles so, wie es ist. Da müssen sich die Frauen schon was anderes einfallen lassen. Wenn Frauen ebenso wild pinkeln würden wie die Herren, das könnte natürlich dazu führen, dass die linke Toilette auch kostenfrei nutzbar wäre. Und das wäre dann wirklich komplette Gleichberechtigung. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.